ein, zwei wichtige Infos, bevor die heutige Varo-Folge startet. Und zwar, erstens geht raus an alle Freedom-Fans unter euch. Das Finale wird vom 7.1.14 Uhr auf den 28.1.14 Uhr verschoben. Warum? Weshalb? Momentan herrscht bei mir mega viel Chaos. Ihr wisst ja, Peterle ist ausgezogen. Die Wohnung ist momentan sehr, sehr chaotisch. Das frisst wesentlich mehr Zeit, als ich gedacht hätte. Und zudem bin ich vom 14. bis zum 21.1. zusammen mit Real-Life-Kollegen aus Hamburg in Flachau. Und mein Vater hat sich auch noch mit einem Kollegen angekündigt. Das wird auf jeden Fall cool. Nichtsdestotrotz muss es in der Zeit eben Videos geben. Und die bin ich gerade eben am vorproduzieren. Und ich habe auch heute, was viele vielleicht von euch wissen, ich habe heute Geburtstag und ich hustle aber trotzdem heute komplett durch. Von morgens bis abends habe ich bis dato Videos aufgenommen. Wir haben es jetzt gerade 18.22 Uhr. Ich habe gleich auch noch mal ein paar Aufnahmetermine. Nicht, dass ihr denkt, oh, Paluten, der chillt die ganze Zeit nur und kümmert sich gar nicht um das Finale. Das ist nicht der Fall. Aber ich muss eben gucken, dass in der Zeit eben auch Videos für euch kommen und der Channel dann eben nicht brach liegt. Da erstmal vielen Dank für euer Verständnis. Und die zweite wichtige Sache geht erstmal raus an jeden von euch, der heute an mich gedacht hat. Ich habe heute so viele Twitter, Instagram-Nachrichten bekommen, ganz viele YouTube-Kommentare mit alles Gute zum Geburtstag, ganz liebe Fanart, so viele nette Worte. Und das hat mich schon ein bisschen gerührt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass so viele Leute an meinem Geburtstag an mich gedacht haben, das ist wirklich cool. Also da möchte ich einfach Danke sagen, vielen, vielen Dank an jeden von euch, der an mich gedacht hat. Das ist echt cool, wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn man so weiß, dass so eine Community hinter einem steht und dann eben einem gratulieren und so nette Sachen. Ich kann das so schwer ausdrücken. Ich möchte einfach sagen, danke Leute. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge von Varo und Moin Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile schon 33. Folge von Minecraft Varo 4. Und meine Damen und Herren, Team Kürbistumor ist endlich wieder vereint. Hallo Manuel! Hey, na? Hey, na? Hey, Willi. Na? Meine Damen und Herren, es gibt sehr, sehr gute Nachrichten für euch. Und zwar haben wir gerade vor wenigen Minuten einen Kampf arrangiert, der definitiv stattfinden wird. Wann konnte mir mein Kontrahent jetzt noch nicht genau sagen. Es wird aber einen Kampf geben. Da freue ich mich schon drauf. Ich weiß es nicht so ganz genau. Manuel, ich habe es voll verkackt in der letzten Folge. Warum? Ich habe kein Gold gefunden. Ich war, ja. Ich war praktisch völlig wie so ein Lamm. So, pass, wir gehen auf. Jetzt auf den Server. Ja, geh drauf, 3 zu 1. Okay. Dann farm doch jetzt Diamanten. Oh Gott, ich schwebe in der Luft. Oh nein, 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 nein. Ich schwebe in der Luft, Manuel. Ist es schlecht, wenn ich jetzt gleich wegen Kicken, Flying, disable? Pass auf, farm Diamanten. Diamanten? Aber, ja, farm. Weil dann denkt Minecraft, okay, der sucht Diamanten. Dann machen wir die Dias aus. Ach so. Und dann kriegst du Gold. Ah, das ist so Reverse Psychology. Genau. Minecraft Psychology. Das ist smart. Die Map wurde aufgrund von einigen Toten mal wieder ein wenig verkleinert. Ja. Das bedeutet. Hallo, dich kenn ich. 600 in jede Richtung. 600 in jede Richtung, ja, dann bin ich ja gleich schon in. Oh! Hier war jemand. Oder da ist einfach nur so ein Willi dran gestorben. Ah, ja, so, warte, stimmt. Mal, dann gehe ich hier. Im Grunde genommen könnte ich mich doch hier einmal runtergraben, oder? Ja, mach. Mach ich, okay. Aber obwohl, das ist ja, dann wissen die ja noch mehr, wo ich. Egal. Hä? Es gibt doch tausende solcher Löcher, oder nicht? Naja. Willst du jetzt nicht mal deine Rüstung reparieren mit deinem Schwert? Nee, das mach ich unten. Das mache ich unten, Manuel. So, jetzt mach mal keinen Stress hier. Du machst es jetzt, Alter! So, dann lege ich mal ganz kurz hier die Spitzhacke, werfe ich dahin, damit ich hier zumachen kann. Zack. Das machst du ja fein. Ja, danke, ich bin ein großer Speed-Diesel. Wo ist meine Spitzhacke? Ach, da. Ist weg. Nee, alles gut, da ist sie. So, dann graben wir uns mal kurz noch ein bisschen runter, weil mein Kontrahent ist ebenfalls gerade dabei, sich ausreichend Goldäpfel zu holen, damit das ein fescher Fight wird und dass es dann hier wirklich ordentlich losgeht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich würde euch gerne sagen, wer es ist, aber das wird auch so ein bisschen die Spannung nehmen. Nee, wartet einfach. Wartet einfach mal. Ihr könnt ja vielleicht mal spekulieren. Ihr wisst ja vielleicht noch, wer alles so dabei ist. Gegen ein Team werde ich jetzt wahrscheinlich nicht kämpfen. So, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Da bin ich auch einfach. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in der letzten Folge, Manuel. Hatte ich so eine kleine Evaluation meiner Gegner gemacht. Auch inwiefern, wie gut
die sind im Gegensatz zu mir. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es halt einfach Leute, die sind besser im PvP. Aber, weißt du, ganz ehrlich, wir haben es bis dato so gut geschafft und vielleicht haben wir einfach Glück, weißt du? Und ich hätte jetzt... Vielleicht stürzt er einfach und ist tot. Ja, ja, das wäre klasse. Und kriegst du die Items. Ja, ja. Und kriege ich dann noch irgendwie so ein, keine Ahnung. Ey, Leute, übrigens! Ah nee, das sollte ich vielleicht nicht machen. Das klingt sehr, sehr traurig einfach nur, wenn ich das mache. Ich weiß, was du sagst. Ich war gerade, hey, hey, Leute! Ich hab heute Geburtstag! Yeah. So richtig traurig. Ich habe eine Höhle gefunden. Dann stell doch erstmal den Amboss. Ja, warte, ich suche erstmal Gold. Junge, wenn du dafür kannst, was ist denn da jetzt los? Was denn? Du bist ein Dämon. Du klangst eben richtig dämonisch. Macht das? Daniel, was hast du mit deinem Mikrofon gemacht? Was hab ich denn getan? Du klingst richtig wie so ein krankes Etwas. Also als wäre dein Mikrofon wirklich kaputt. Ja, ernsthaft, ohne Witz. Hast du dich vielleicht in diesem anderen Ding entmutet? Nee. Du musst mal, zieh mal deinen Stecker raus. Oh, doch. Hä, warum hat der das getan? Ich weiß es nicht, du klangst... Hallo? Ist jetzt normal? Ja, du klangst halt einfach wie Robocop. So, warte mal. Achso, nee, hier bin ich viel zu hoch für Gold. Deshalb geht's jetzt hier einmal runter. Alter, was ist denn da los? Was denn? Ja, was ist das für ein Loch? Ja, das ist ein geilo Loch, Alter. Vor allen Dingen sieht's so geilo aus, als wenn hier noch nie jemand gewesen... Oh. Mann, und hier geht's nicht weiter. Ja, dann mach da jetzt deine Amboss-Kacke. Da bist du ganz sicher. Ja, die Amboss-Kacke. Okay, ich mach die genau. Amboss-Kacke. Setz einen Amboss. Also finde ich so ein bisschen dreist von dir, dass du sagst, dass es Kacke ist. So, was sollte ich jetzt machen? Was ist denn mit deinen Hosen? Du konntest doch, glaube ich, nur eine Hose oder so verbinden. Ne, habe ich weggeworfen. Die Schuhe kannst du wegwerfen. Ja, die Schuhe kann ich... Okay, dann schmeiß ich... Ja nicht ins Wasser, weil dann kommt's ja wieder. Ja, dann schmeiß ich das mal... Ein bisschen nach, Alter. Ja, was ist denn los, Monty? Was ist denn... Weißt du, erst bist du Robocop, jetzt bist du Agro-Schmanuel, Alter. So. Schmanuel. So, dann gucke ich jetzt okay. Mal. Warte mal, ich packe ja. Mal erstmal meine Schuhe, ne? Genau, ja. Erstmal genau. Schuhe, Dias. Und dann Diamanten. Kosten 4 Level. Ja, mach, Alter! Bist du dir sicher? Soll ich ja, mach, mal Alter! Kellerschweine! Soll ich mal gucken, ob ich vielleicht... Nein, Kellerschweine! Warte! Ich guck einfach nur mal. Oh. Das ist aber Schärfe 3. Was willst du denn tun? Ja, warte, weil ich das mit dem verbinde. Ja, und 22 Level? 16? Ja, du hast ja schon was Besseres. Ja, nee, das krieg ich. Was? Nein, aber dann könnte ich die beiden verbinden, Junge. Das wäre mega OP, aber dafür, ach so, ja, da brauchst du ja nochmal 30 Level. Also. Wieso schleppe ich dann eigentlich die ganze Zeit die blöden Schwerter noch mit mir rum? Keine Ahnung. Stör nicht. So, okay, gerne. Dann, warte mal, vielleicht ich tausche es mal. Oh, das geht gar nicht. Geht gar nicht, nee. Okay. Zack. 3 Dias, hallo! Okay, dann zieh sie an. Ja, geil. Oh, mein Helm! Ja. Alter Schwede, der ist schon gut. Ja, wär das im Kampf kaputt gegangen, ich hätte dich ausgelacht. Okay, so. Zack, und die Hose nochmal. Mach doch alles, ist doch egal. Nee, die Brust brauche ich nicht. Nee, wenn ich nochmal irgendwas Geilomatico-mäßiges finde. Ja, was denn? Ja, weiß ich nicht. Du weißt. Erstmal die Dias weg. Ja, so. So, lieber Minekraft-Gott. Ja? Ich darf mal deine Schwerter weg. Ja, warte. Da in die Ecke, genau, ins Loch. Geil, Alter. Ja, nee. Nachher findet die irgendjemand. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Die werde ich irgendwie. Dann, du hast Lava, nein, du hast doch Lava da. Ja, damit bringe ich mich selber um. Warte. Wo ist denn mein Feuerzeug? Hab ich das? Nee, da ist es doch. Zack, so. Und jetzt werft er alles hin. Zack. Du musst da erstmal hinwerfen. Der ist doch hier vorne. Zack, geröstet. Perfekt. So, jetzt geht's auf jeden Fall mal weiter. Jetzt hast du immer noch nicht deine Schwerter weggeworfen. Ja, mach ich doch gleich. Diese sind meine Glücksschwerter. So, wir sind jetzt auf Höhe 12. Das ist einfach Lisa Harald. Höhe 12. Das ist auf jeden Fall, da wird's das Gold geben. Ich sage dir. Ja. Oh Gott, das ist Lava. Alter Schwede. Das gibt's doch nicht. Hallo. Dias! Endlich. Oh. Das sieht auch nach einer sehr, sehr jungfräulichen Dingens aus. Höhle aus, ja. Ja. Ich mach das mit dem... Oh Gott! Alter, da wär ich beinahe ein bisschen gestolpert. Boah, wie skillig du das mit dem... Ja! Hol deine Glücksspitzhacke, oder ist die weg? Nee, die ist da. Ah, Alter, die könntest du auch reparieren. Da gettet er. Oh, Alter, da ist ja... Mach erst mal Wasser rein. Vor allem, das kann nicht wahr sein. Jetzt, wo man nichts braucht. Ja. Wirklich nix. Ich brauch Gold. Warte, drück mal E, bevor du abbaust. Ja, was denn? Wie viele Dias hast du? 7. Okay, dann bauen wir ab. Oh, Alter, wie viele das sind. Alter, was? Als ob, wie viele hast du? 20. 20, ja genau. Boah, was für ein Bullshit. Das gibt's. Boah, das Redstone ab. Redstone bringt ja auch viel. Ja, EP, ja, falls du nochmal... Ja, jetzt auf einmal kommst du wieder mit EP an. Weißt du? Falls du reparieren willst. So, da
Das gibt es. Das ist echt ein schlechter Scherz von dir, Minecraft. Ja. So, ganz ehrlich, wir hatten so Dia-Probleme. Ich weiß nicht, wer von euch allen Team Kürbistumor schon seit Anfang an folgt. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und wir hatten ja. Ja! Alter Schwede! Sind noch mehr Dias. Ey, das komm, gibt es doch Mann, was nicht. Was soll das denn? Die Höhle hätte ich echt gerne am Anfang gefunden. Rechts ist noch ein Creeper. So, komm schon. Das gibt es. Was ist das für eine kranke Höhle? Ja. So, jetzt kann ich mal ganz kurz. Ja. Schärfe. Ach Mann, aber ich will die eigentlich nicht. Nee, ein anderes kannst du ja noch weg. Du hast so ein schlechtes, oder? Achso, ja, ich hab ganz links. Genau hier das Schärfe. Genau das. Ja. Aber links vielleicht sollte ich mit denen lieber kämpfen. Weil ist eigentlich auch doof. Du kannst dein Schwert noch mit Dias reparieren. Das ist kein Problem. Ja, aber das kostet mich auch wieder. Ja, okay. Ja, egal, du hast genug Level. So, 3. Okay, ich will jetzt nicht das Falsche hier wegmachen. So. Ja. Und jetzt kommen noch mal mehr Dias, Alter. Woohoo! Ja! 25 bestimmt. Ja, 23. 23, ja, oh, nur einer doppelt schade. So, ich mach mal ganz kurz das weg. Und dann getten wir mal hier. Ja, mach mal. Okay, ist egal. Ja. Kannst du auch retten. Jawohl. Oh, da ist noch der gute Kram. Komm schon. Oh! Alter Schwede, das da ist rechts auch noch. Oh. Und was ist das denn? Alter, das ist ein. Hast du aber nicht mitgenommen, da unten das, oder? Doch. Da links sind wir noch. Alter, ich hab 16. Krass. Okay. Ich kann auch nochmal nach da oben gucken, weil wir sind gerade mal auf 15. Ja. Da ist allerdings nur ein guter Freund von mir. Moin, Savannah, Alter! Was bist du denn für ein Flieger? Hast du Werner umgebracht? Nee, okay, Junge. Bis 26 habe ich das auf Dingens gelesen. Ja, oh. Ja, hier ist auch ansonsten nichts. Ich muss mal ganz kurz das checken. Alles easy. Hier sind nochmal. Willst du nicht schon mal einen Ofen hinstellen? Ja, kann ich gleich machen. Das ist ja kein Problem. Ich will jetzt hier lieber erstmal nochmal gucken. Hier geht's noch weiter. Nee. Okay, so viel dazu. Oh. Schade eigentlich. Ja. So, aber das ist gut. Mit 16? Ich werde ja von hier aus sowieso. Oh. Ah, ja! Ja, wie viel Äpfel hast du? Nur noch ein, oder? Ja, stimmt, ich brauche unbedingt noch Apples. Ja, dann müsstest du eigentlich schon wieder raus. Ja, warte. Ey, so schnell gehe ich hier nicht raus. Also da gucke ich auf jeden Fall nochmal, dass ich hier wenigstens jeden Schacht durchgehe. Denn ich habe auf jeden Fall, oh Gott. So viel Probleme, Gold zu finden. Und da hätte ich ja Jahrzehnte meinen müssen, um das so easygoing zu finden. Also da chillt Peter jetzt. Ist mal was. Ja, okay, danke. Und pack mal die Slimes weg. Und rechts im Inventar. Ich esse erstmal. Oh, Alter, wie viele Dings ich hab. Ganz unten rechts im Inventar, das kannst du wegwerfen. Ja, stimmt, ich werde keine. Oh Gott. keine Falle mehr bauen. Obwohl. Obwohl, nochmal 10 Parts, ja. Ja, genau, nochmal Falle bauen. So, warte. Höhe. Okay, hier ist noch alles. Okay. Das wäre schon wieder zu hoch. Zeig ich mir hier nochmal. Das rum. War's. Rest in Peace. Oder komm ich hierher? Nee. Nee, doch, da komme ich her. Ja, läuft gerade im Kreis. Jo, aber dann gucke ich nochmal hier. Mit der Höhe 20. Okay, die können. Ja, da oben ist nochmal Gold. Oh, nochmal schön. Das ist auch die. Hä? Aber guck mal, angeblich. Ja, okay, weil das wahrscheinlich auf Höhe 26 gespawnt ist. Und dann so weit nach oben. Aber oh, alter Schwede. Holla die Waldfee. Das ist viel, krass. Ja. Also das ist wirklich sick. Da muss ich einfach sagen. Da liegt noch was. Ja. Das hat die Höhle auf jeden Fall. Also mein Fehlschlag in der letzten Folge. Du bist mein Glücksbringer, Meniel. Ja. Ja. Ja, okay, hier komme ich hier. Perfekt. wollte ich nur noch mal ganz immer kurz. Schön noch mal ganz Kreis kurz festhalten. Der Klassiker. Ja, dann mach dir doch da jetzt einen Ofen hin, komm. Ja, warte. Nee, Öfen kann ich ja oben. Ah, nee, hier war ich auch schon. Da warst du schon, okay. Du musst dir angewöhnen, die Wasserquellen, bevor du da reingehst, wegzumachen, weil das kostet so viel Zeit sonst. Okay. Wenn du wieder zurückgehst. Dann sollte ich jetzt eigentlich alles ausgecheckt haben, oder? Oder war ich irgendwo noch nicht? Ich glaube, ouch. Kann es nicht. Darum warst du jetzt auch schon mal, oder? Da oben war ich schon? Schon, ja. Ja, okay. Nee, dann werde ich mich, denke ich mal, tatsächlich nach oben bewegen, um dort mir die Apples zu holen. Ja. Weil dann, vielleicht habe ich ja nochmal Glück, wir sind jetzt auf Höhe 30, weil wir haben. Oh. Hallo. Hä? Da komme ich her. Achso, da kommst du. Was? Ja, hier komme ich scheinbar her, ja. Den töte ich nochmal kurz. Also hier komme ich doch her, oder?
Nee, die Lava da kennst du nicht. Den Gang da kennst du nicht. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann gehe ich den. Och Mann, Alter. Tschüss. Boah, ist da viel. Zack. Oh, nochmal Gold. Alter Schwede. Ja. Das gibt es doch nicht. Was geht denn hier bitte ab? Also, das ist krass. Ja. Krass. Ich habe jetzt 32. Also. Okay, gut. Hier gehe ich nach oben. Ja. Alter, toll machst du das. Danke, ja, ich bin groß. Ich mache ja auch groß. Oh Gott, ne neue Höhle, Alter! Nochmal Gold! Nur Crepper. Crepper, wow. Crepper, ja. Wie Edible Crepper. Magst du Krebs? Ja. Okay. Gibt's Menschen da draußen, die keine Krebs mögen? Oder so Pfannkuchen? Sind eigentlich, boah, da fällt mir ein. Ich müsste mir, es gibt so Fertigpfannkuchen. Die habe ich vorverurteilt, weil ich sie nicht zu lange, die kann man in der Mikrowelle machen. Verurteilt mich nicht. Die sind aber voll lecker. Die gehen echt mega ab. Und die habe ich dann lecker mit Apfelmus und Zimt und so gegessen. Alter Schwede. Oh, Apfelmus. Das habe ich auch. Im Rheinland hier isst man ja auch ganz oft so andere Sachen mit Apfelmus. So, weiß nicht, so eine Roulade oder so. Oder so ein Sauerbraten. Boah, mit Apfelmus habe ich schon so lange nicht mehr gegessen, aber ich bekomme auch mal Kratzen im Hals. Peter, dann bist du allergisch dagegen. Ja, gegen Apfel. Aber was ist denn hier los mit dem Zeug? Peter macht das zum Beispiel so, warum auch immer, ich weiß nicht, ob er da der Einzige ist, der isst das auch mit Nudeln. Apfelmus mit Nudeln. Klingt im ersten Moment ein bisschen eklig, aber Alter, weiß ich nicht. Also ich habe es nie probiert. So krank stelle ich es mir nicht vor, muss ich sagen. Also es ist außergewöhnlich. Und aber Apfelmus mit Nudeln und Nutella am besten. Ja, ich meine, Nudeln kann man ja auch eigentlich rein theoretisch auch ein bisschen. Oh, das ist gerade gar nicht so. Ach doch, ich habe noch Kohle, okay. Ja, weiß ich nicht. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal probieren. Da mache ich einen geilen Vlog zu, Alter. Bidizzle kocht Nudeln mit Apfelmus. Kocht, vor allen Dingen ist es. Oh, ich konnte da eben gerade so ein bisschen durch die Map gucken. Das bedeutet, es ist nicht mehr weit. Hä? Höhe 64? Och nee, du bist auf einem Berg. Sicher? Ja, bei Höhe 64? Ist das Erde, wo du da bist? Da. Ja, ne? Alles ja. Gut. Alter. Hallo? Ah, doch nicht. Was? Nee, okay. alles easy. Dann kannst du da bleiben. Dann stell schnell deine Öfen auf. Ja, warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, bei wie viel Minuten. Ja, geil. Oh. Geil. Oh, hier ist ein Crafting Table, Alter. Zwei. Hey. Das ist ja perfekt. Da muss ich ja nicht großartig was tun. Ist das eine Falle? Hilfe? Nein, unter dir ist TNT. Nein! 64. Die Sounds, die man immer gemacht hat, wenn man mit so Sachen gespielt hat. Das war eine Shotgun, Alter. Kennst du nicht, Alter, die gefährliche Shotgun? Meine Damen und Herren, das war im Gegensatz zur gestrigen Folge mega, mega nice. Also es gibt erfreuliche Nachrichten. Kampf ist in Sicht. Goldäpfel sind in Sicht. Manuel ist nicht in Sicht, aber in Hörweite. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und rein theoretisch müsste auch hier so eine Einblendung sein. Da könnt ihr einfach draufklicken. Ist ja, völlig verrückt. Klickt drauf. Oh, klickt da drauf. Ich klicke. Haut rein. Ciao, ciao.